Ja, wir haben vorhin schon kurz Achim Menzel erwähnt. Ja. Da hast du ja auch auf Facebook ein sehr bewegendes Posting veröffentlicht. Ja. Das ist eine richtige Freundschaft zwischen euch geworden, was ja sehr ungewöhnlich ist. Er hat dich kennengelernt, dass du ihn verarscht hast und beleidigt hast im Fernsehen. Ja. Und er fand das total lustig. Ja, das ist, also der Tod von Achim hat, glaube ich, nicht nur mich, sondern alle, die ihn kannten und auch alle, die Mattscheibe kennen, weil da gehört er ja fest dazu, glaube ich, alle extrem getroffen, weil das war für mich gar nicht im Bereich des Vorstellbaren. Also ich weiß noch, wie sehr es mich getroffen hat, als Blacky Fuchsberger gestorben ist, aber da wusste ich, dass der krank war und du hast dich schon drauf vorbereitet gehabt, aber Achim war für mich ehrlich gesagt einfach ein unzerstörbarer, unkaputtbarer, gute Laune, Energie, Gigant, ja. Da hat man sich über sowas niemals Gedanken gemacht. Und das möchte ich wirklich sagen. Also Achim gehört zu den tollsten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Und das habe ich niemals gedacht, als ich ihn das erste Mal sah. Und ich glaube, das ist wirklich, der ist, denke ich, man ist sich seiner Größe gar nicht bewusst. Was der, glaube ich, erreicht hat und was der für Ost-West-Beziehungen und für DDR, BRD zusammenwachsen und so getan hat, ist, glaube ich, viel, viel mehr, als wir das je wahrgenommen haben, nicht durch seine Lieder und das, was er gemacht hat, sondern durch seine Art und durch das, was er getan hat. Er war der Erste und der Einzige, der eben halt auf das Mattscheiben-Bashing, was es ja halt wirklich extrem gab, denn er wurde zum Running Gag in den Sendungen, eben so cool reagiert hat, indem er halt die Tafel aufstellte in seiner Sendung, wo drauf stand, Kalki ist doof. Und ohne, dass wir uns kannten und ohne, dass lange vor Facebook, lange vor da gab es noch nicht mal Handy, und das war also in einer Zeit, wo noch alles komplett anders war. Und das ist interaktives Fernsehen. Also der hat da den Gruß gemacht und wir wussten plötzlich, der sieht uns, der weiß Bescheid. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir aus der Nummer machen wir jetzt wieder was. Und dann haben wir wieder eine Nummer daraus gemacht. Und erst dann, danach haben wir uns getroffen. Und das war dann lieber auf den ersten Blick. Wir haben uns gesehen, wir mochten uns und wir haben so einen Spaß gehabt. Und der war einer der zuverlässigsten, coolsten Leute, die ich kenne. Du musstest nur anrufen und sagen, Achim, Kalki, wann? Sag wann? Guck ich in den Kalender, habe ich Mucke. Okay, aber dann habe ich bis 16 Uhr, bin ich noch da im Autohaus und dann komme ich aber dahin, um 19 Uhr kann ich da sein. War er, immer, überall. Das ist unglaublich. Der hat alles mitgemacht, der hat alles aus Spaß mitgemacht, ja. Also nicht irgendwie so, und wenn er irgendwas doof hat, okay, ist das wirklich gut, naja, machen wir es so. Und war aber immer ehrlich, immer straight, immer cool, immer nett. Und eine wirkliche Seele von Mensch. Man kann ihn nicht genug loben. Und ich glaube, das Einzige, was man tun kann und was ich echt hoffe, ist, dass wir ihn nicht vergessen und dass wir auch weiterhin uns über ihn freuen und über die Clips freuen und über das, was er gemacht hat und nicht so, jetzt ist er ja von uns gegangen, jetzt können wir nichts mehr zeigen. Man traut sich dann ja oft nicht, weil man das dann nicht weiß, wie. Nein, ich glaube, er möchte das auch. Ich glaube, er freut sich, wenn wir uns die alten Sachen angucken, wenn wir nochmal über ihn lachen und wenn, wie ich gesagt habe, ich werde nie mehr in einen Supermarkt gehen können und immer, wenn ich eine Gurke sehe, werde ich lachen. Werde ich lächeln und an ihn denken und einen Gruß in den Gurkenhimmel senden. Und damit hat er wirklich viel, viel erreicht. Und ja, sehr, dann sehr, sehr senden wir mal einen kräftigen Applaus nach oben. Einmal für Achim.